Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning. Und ja, wir haben heute... Okay, blöder Mercedes-Fahrer. Komm, steig aus. Trau dich. Kann ich hier zutreten? Oh, bringt nichts. Ey, nein, hau ab. Der werde sich mehr als sonst. Jedenfalls, wir haben heute mal ein SUV. Und zwar haben wir den Karin BJ XL. Und ich finde den Wagen absolut hässlich. Um ehrlich zu sein. Aber dafür sind wir natürlich hier fürs Tune. Und mal sehen, was wir denn aus diesem Wagen noch rausholen können. Steigen wir mal ein. Und fahren los ab zu Los Santos Customs. So. Gut, mal sehen, was wir machen können. Komm. Ich finde es gut, dass man die Animation nicht skippen kann nach einer Zeit. Also Panzerung ist klar, Bremsen ist klar, Stoßstange, regelmäßige Stoßstange oder Offroad? Stoßstange. Was erinnert mich da irgendwie an? Spinne mit 6 Augen, auch wenn Spinnen haben 8 Augen, glaube ich, ne? Ich überlege, also die Front geht ja, das Heck finde ich so hässlich. Das ist definitiv kein Offroad-Fahrzeug, das lassen wir mal. Motor ist klar, Hupe lassen wir, Scheinwerfer nehmen natürlich die Xenons, Neon Kids, nope, danke. Nummernschild. Nummer blau-weiß 2 mal zur Abwechslung. So, Premierfarbe ist das und Sekundärfarbe dürfte es oben sein, oder? Perfekt, dass man die einstellen kann. Hier würde ich auf jeden Fall wieder so einen hellen Look nehmen, so ein Gelb oder so, würde glaube ich ganz gut aussehen. Können wir mal die Metalle durchgehen. So. Ah, aber wir wollen Metallic, irgendwie so ein Orange, Gelb, so ein Sonnenaufgangs, Blöckung, Sonnenaufgangs-Orange. Ne, zu hell, so hell-Orange. Ja, das nehmen wir mal und dann oben, ich weiß nicht, ob wir vielleicht ein Schwarz nehmen. Wollen wir nochmal alles, nochmal die Metalle und so durchgucken. Ich weiß nicht, wie sieht ein Matt-Schwarz darauf aus? Nicht so schlecht eigentlich, ein Metallic, nee, nicht blau, sondern schwarz. Da sieht das matt schwarz schon besser aus. Wie sieht es denn einfarbig aus? Einfarbig. Zweifarbig finde ich das schon besser. Wie sieht es denn komplett weiß aus und nicht so ein blau-silber? Ne, ich denke, dann nehmen wir einen matt schwarz. So, okay. Matt schwarz. Dach, serienmäßiges Dach mit. Oder ein Dach mit Gepäckträger. Der Licht, nehmen wir es einfach mal. Ich weiß immer noch nicht, was besser ist. Wir nehmen noch mal auch die Offroad-Stoßstangen, wir nehmen alles rein. Serumiste Seitenverkleidung oder also Trittbretter auf jeden Fall. Federung. Ist ein SUV, den lassen wir oben. Oder dann haben wir die tiefer gelegt. Ne, Standardgetriebe, Renngetriebe, Turbo-Tuning, Reifen. SUV. Oh Gott, die sind alle so groß, Leute. Das ist kein Tuningwagen, das ist ein normaler Standardwagen. Die Reifen sind viel zu dünn. Beziehungsweise die Felgen sind zu groß. Tuner passt da schon eher. Sport ist Gelände. Machen wir den zum Geländewagen? So kann man perfekt zum Strandwagen machen, denke ich. Nur was ist gut für einen Strandwagen? Jetzt Backstilly. Amazon. Was nehmen wir? Gute Frage. Vielleicht die Mudslinger Raiders. Nehmen wir mal die Raiders. Felgenfarbe. Nehmen wir schwarz. Reifenzubehör. Tuning natürlich nicht, oder? Woher so scheiße sieht es nicht aus, aber lieber nicht. Das bleibt alles wie es ist. Die Fenster machen wir mal auf. Dunkles Rauch. Na, oder wollen wir helles oder dunkles? Limousine ist einfach komplett weg dann. Nur das helle Rauchglas. Will ich nur mal gucken. Also so hätten wir ihn für den Strandwagen. Fahren, genau, Wagen. Dach und Dings. Es wird, dann wirkt er länger. Ich ohne das. Ne, das ist schon richtig wichtig da vorne. Ich glaube, wir lassen ihn so. Da haben wir ihn so als Strandwagen. Und ja, eigentlich finde ich, ist er dann doch ganz okay geworden. Also,
so weit wie es geht. Leider kann man die Lichter da vorne nicht anschalten, zumindest jetzt noch nicht. So. Hier schön innen drin nochmal. Und da haben wir unseren kleinen, netten Strandwagen hier. Ich glaube, das erste Mal, dass wir die Offroad-Räder benutzt haben, oder? So. Erstmal hupen, wenn man hier rauskommt. Weg. Und dann wollen wir kurz zum Strand fahren, ihn einfach ein bisschen angucken, würde ich sagen. Und ja, auf jeden Fall, denkt dran, seit gestern kommen alle Videos wieder ganz normal. Ich habe am Wochenende nicht so viel gebracht, einfach weil ESA One Cologne to 15 war. Da war ich dann beschäftigt damit, CSGO zu gucken. Hau ab. Und ja, tut mir leid, dass gestern übrigens kein BMG kam, auch wenn ich habe gesagt, es kommt alles normal. So wie jetzt habe ich es gesagt. Aber das Problem war, YouTube dachte sich, ach, 20 Minuten Video muss ich mal 320 Minuten hochladen. Also die Server waren total überlastet, da konnte ich dann leider auch nichts mehr dafür. Das war eine durchgestrichene Linie. Warum fährst du darüber? Ich weiß, wir haben es auch gemacht, aber trotzdem. Eben wurde ich auch, hat mich auch einer gerammt, weil er von einer Mittelspur rechts abbiegen wollte. Das ist unmöglich, wie die hier fahren. Und nein, die Mittelspur war nicht zum Rechtsabbiegen. Die rechte Spur, weil es war zum Rechtsabbiegen, weil es so eine kleine Nebenspur war. So eine kleine Nebengasse, die es führte. So, dann wollen wir zum Strand fahren. Oh, das wird heftig. Okay, gut. Da haben wir uns gerade ein bisschen eingekesselt. Hier müssen wir einmal rüber. Achtung. Danke. Lass mich durch. Einmal den Charger ran. Haut ab. Er ist gerade ein bisschen böse geflogen. So. Gut. Aber dann sind wir hier am Strand, wo der Wagen hingehört, wie ich finde. Ich finde, das ist einfach so ein Strandwagen. Wie findet ihr denn, ist der Wagen geworden? Schreibt es mir mal in die Kommentare und die erstmal ein bisschen erschrecken. Gut, ja, eigentlich, ich bedanke mich dann fürs... Hallo? Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Auf's Gefallen, sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.